Hallo und herzlich willkommen auf Livelle.de. Ich möchte euch eine Polynomdivision vorrechnen. Ich möchte gleich am Anfang schon mal darauf hinweisen, wir teilen hier durch x² minus 2. Also haben wir hier einen Kern, der nicht linear ist, also nicht nur x da steht, sondern x² und noch was Höheres. Dann können wir das Horner-Schema, das wir euch schon gezeigt haben, nicht anwenden. Das heißt, hier gibt es keine Alternative zur Polynomdivision. Das kann natürlich euer Lehrer sich auch einfallen lassen, wenn er merkt, stopp, da rechnen wir hier mit Horner-Schema, die machen es sich zu einfach. Da hat er zwei Möglichkeiten hinzuschreiben in der Klausur, rechnet bitte mit Polynomdivision das Ganze aus. Dann könnt ihr immer noch mit dem Horner-Schema tricksen und das Ergebnis überprüfen, ob ihr euch nicht irgendwo verrechnet habt bei dem langen Weg. Und er macht sowas wie hier, er teilt durch x² mit irgendwas anderem. Dann geht es einfach gar nicht. Nun schauen wir uns aber das Ganze wieder an. Wir sollen x hoch 3 minus t x² minus 2x plus 2t durch eben x² minus 2 teilen. Wir sehen, wir haben also hier auch noch t als einen Parameter drin. Den ignorieren wir einfach mal und rechnen einfach komplett damit durch und schauen, was passiert. Also die erste Überlegung ist, x hoch 3 und x², mit was muss ich x² multiplizieren, damit ich auf x hoch 3 komme? Nun, damit ich das erreiche, muss ich auch mit x multiplizieren. Also schreibe ich hier x hin und jetzt x mal das hier, also x mal x² minus 2, dann kommen wir auf x hoch 3 minus 2x. Und das Ganze muss ich abziehen. Nun, dann habe ich hier noch minus tx² stehen, das ist unbehelligt. Vorhin hat es sich aufgelöst und minus 2x minus minus 2x gibt auch 0, das heißt hier steht nichts. Und jetzt muss ich diese 2t nach unten holen. Jetzt muss ich also überlegen, mit was muss ich x² multiplizieren, um auf minus tx² zu kommen. Relativ einfach mit der minus t. Also schreibe ich das hier hin und überlege jetzt einfach minus t mal das hier, also minus minus tx² minus t mal minus 2 plus 2t. Ich muss jetzt wieder vom oben abziehen, hier eine 0, da eine 0. Das heißt, wir sind wieder fertig, wir haben unsere Polynomfunktion durchbekommen. Dieser Term x hoch 3 minus tx² minus 2x plus 2t geteilt durch x² minus 2 ergibt eben genau x minus t.